Weil das Interview, was er führen wollte, haben, glaube ich, wir geführt. So sieht's aus, ja. Also war auf alle Fälle eine nette Abwechslung. Ich muss euch das kurz noch erzählen. Es geht ja auch die Geschichte mit dem dritten Kind, wo ja alles gesagt wird, dass ich mir alles aus den Fingern gesaugt habe und dass das alles nicht so stimmt. Der Ort scheint tatsächlich nicht zu stimmen. Für die anderen Sachen kommt am Montag mehr. Nur der angegebene Ort, der hat nicht gestimmt. Und ja, also das sieht sehr so aus, als hätte ich die Wahrheit gesprochen. Das nur am Rande. Man kann sagen, dass sich sag ich mal, die Peripherie und die Hinweise enorm erhärtet haben in den letzten Stunden. Ja, wir haben so eine Art Detektivbüro langsam gegründet So sieht's und aus. schauen uns die dollsten Dinge an, inklusive Flugplänen von Helikoptern. Also ist schon sehr spannend, was man so rausfinden kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Genau, insofern, wir möchten, dass diese Dinge, die da gerade passieren, wirklich an die Öffentlichkeit kommen, dass da keiner was vertuschen kann. Denn ihr habt ja gehört schon, dass Bodo vorhat, bis zum 31.10. diese ganzen Maßnahmen hier zu beenden. Und ich Am hoffe. 31.10. ist das vorbei. Macht er Lust? Sieht so aus. Ja, meine Lieben, deswegen. Ich möchte noch ganz kurz, bevor ich das vergesse, ich habe ge gehört, dass meine Youngsters da sind, dass es eine ganze Gruppe von euch gibt, die vor der Bühne sind. Ich bedanke mich ganz herzlich für jeden von euch, der gekommen ist, auch alle anderen, die da sind. Die jungen Leute stehen auf, wir können das sehen, wir wachsen jeden Tag im zweistelligen Prozentbereich, was die Gruppe betrifft. Wir sind mittlerweile schon weit über 100 Youngster, die sich formieren, die mit beitragen wollen, die sich engagieren, die Gruppen und Taskforces bilden, wo wir sehr, sehr froh sind, dass ihr da seid. Jeder einzelne von euch zählt, gerade die jungen Leute, das sind die, die noch richtig Elan haben, die wirklich sehr, sehr mutig daran gehen. Wir haben gestern zum ersten Mal bei einer Demonstration Ärzte aufgerufen, mit nach vorne zu kommen. Ja, das solltet ihr heute bitte nachholen. Also wir haben die Frage gestellt, sind Ärzte anwesend? Und wir können ja auch die Frage mal von hier aus stellen. Also sind bei euch Ärzte, anschauen wir uns jetzt mal das Konzept ein, sollen die bitte nach vorne auf die Bühne kommen für ein Gruppenbild? Genau. Das haben wir nämlich auch gemacht. Bei uns war so, wir waren in Nordhorn und es war eine Gruppe von 250 Menschen und es sind sechs Ärzte nach vorne gekommen. Teilweise mit Zeitverzögerung, aber sie Genau, weil der Erste ist immer der Schnellste und dann braucht man natürlich ein bisschen Mut antanken. Aber die Ärzte sind nach vorne gekommen, haben sich aufgestellt, haben die Zeichen gesetzt. Und es ist wichtig, dass man versteht in der Gesellschaft, dass es mehr Ärzte sind, als man irgendwo in der Presse liest, sondern es sind viele, die einfach nur nicht aufgestanden sind, aktiv geworden sind und sich geäußert haben. Und das gleiche gilt für die Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die unter euch sind, die für mich als Arzt immer als Kollegen zur Seite stehen. Und ohne die, finde ich, geht es in unserem Land nicht. Und auch die würde ich jetzt einfach von hier aus mal bitten, auf die Bühne nach vorne zu gehen. Ich hoffe, die steinigen mich nicht. Genau, weil es ist ganz wichtig, ja, sehr schön. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Menschen, die wirklich, sage ich mal, aus der Medizin sind, die Menschen, die aus den Fachbereichen sind, wirklich Flagge bekennen. Wir haben eine Situation, die ist nicht zum Lachen. Wir haben eine Situation, die ist sehr ernst. Es geht wirklich darum, dass wir mehr denn je einstehen für das, was gut und recht ist, dass wir einstehen für das, was Wahrheit ist. Dass wir einstehen in gegenseitigem Respekt und vor allem in der persönlichen Meinung, Und wir müssen als erstes unsere Kinder vor dem Zugriff des Staates schützen und müssen dafür sorgen, dass der Wahnsinn nicht weitergeht, weil in den Krankenhäusern Kiel und im Krankenhaus Lübeck gilt ab 1. Oktober eine Maskenpflicht für Menschen ab einem Jahr. Ab einem Jahr, mir schwillt der Kamm. Genau, und ihr seht, dass diese Maßnahmen mittlerweile, das waren sie ja schon seit Monaten, aber fernab von jeglichen Zahlen sind, fernab von jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern es scheint ja offensichtlich um andere Prinzipien zu gehen. Deswegen ist es umso wichtiger, wie ich der Dritte vorhin auch schon gesagt habe. Bleibt im Frieden dort stehen, seid ein friedlicher Widerstand. Schaut euch an, wir sehen die Bilder jetzt. Jawohl, jetzt vielen, da sind die Kolleginnen und Kollegen, die sich hier trauen und Gesicht zeigen. Und ich habe das in der Menge gesehen, dass das immer mehr werden. Yeah, jetzt bin ich gerade Gänsehaut. Das ist super genial. Das sind nämlich, wir sind nämlich viele und auch hier werden wir immer mehr. Und alle Ärzte, die das nicht sehen und alle Heilpraktiker, ihr schaut euch das an, es geht. Man kann Gesicht zeigen und sich, man kann sich nach vorne stellen. Das ist der Weich. Ich habe hier echt Gänsehaut. Das ist das Großartige. Wow. Ja, hört euch.
Meine lieben Bodo und lieber Samuel, ihr habt hier eine ganz tolle Party verpasst, aber ihr seid bei uns und das ist super klasse. Und an euch, das sind Ärzte und es gibt die Ärzte und sie sind für uns da und sie sind nicht hinter der Regierung, diese Ärzte. Nein, sie beraten euch, sie haben einen Eid geschworen und sie wollen eure Bestes und eure Gesundheit. Und diese Menschen sind weder rechts noch links, sie sind Ärzte. Wir sind viele. Ja. Bodo, deine Sache, das nächste Mal gibt es hoffentlich nicht mehr, weil wir haben was erreicht. Ja, bitte verlasst die Bühne, ihr wisst ja, ihr Ärzte, es gibt den bösen Virus. Ja, wir sind leider ein bisschen zu viel, aber wir sind Menschen und es geht manchmal auch ein bisschen mit uns durch. Lieber Bodo, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Danke für deinen Aufruf. Es ist schön zu wissen, dass es viele Kollegen gibt. Vorne an der Front ist es immer sehr schwer. Man fühlt sich alleine. Aber wir sind gerade dabei, die Bewegung Ärzte stehen aufzugründen. Und ich möchte alle Ärzte bitten, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Wir müssen wieder unser Zepter zurück in die Hand nehmen, dass wir entscheiden über medizinische Belange. Es kann nicht sein, dass medizinische Dinge von Politikern entschieden werden. Wir Ärzte müssen unsere Kompetenz zurückerlangen. Kommt mit uns und macht mit. Vielen Dank, dass so viele da waren. Und danke, Bodo, für deinen Aufruf. So.